Herzlich willkommen auf dem Pflichtsender. Heute erkläre ich euch, wie man den Flächeninhalt von einem Dreieck berechnet. Ein Dreieck ist nichts anderes als drei Punkte, die nicht auf einer Gerade liegen und miteinander verbunden sind durch Strecken. Und dann könnt ihr die Seiten des Dreiecks mit Kleinbuchstaben bezeichnen, dass sie Namen bekommen. Klein a, klein b, klein c hier. Und die gegenüberliegenden Punkte dieser Seiten, also die Eckpunkte, bezeichnet man dann mit Groß A, Groß B, Groß C, und eben die gegenüberliegende Ecke zu einer Seite hat immer den gleichen Namen, also C. Allerdings die Punkte sind groß, die Eckpunkte, während die Seiten mit einem Kleinbuchstaben gekennzeichnet sind. Das ist einfach eine Übereinkunft, die es gibt. Die hat keine weitere Bedeutung. Ihr könnt es auch andersrum machen. Normalerweise macht man das allerdings so. Jetzt aber zur Flächeninhaltsberechnung. Ihr habt also ein beliebiges Dreieck. Es ist kein spezielles Dreieck. Es ist nicht gleichseitig oder irgendwas. Es ist einfach total beliebig. Jetzt müsst ihr nur herausfinden, was die Grundseite ist. Die Grundseite ist die längste Seite des Dreiecks. Und dann könnt ihr schon mit dieser Formel den Flächeninhalt berechnen. Also die Formel lautet 1/2 mal Grundseite mal Höhe. Ihr wisst also jetzt schon, c ist die Grundseite, also 1/2 mal c hier. Könnt ihr c einfügen, mal Höhe. Okay, jetzt haben wir ein Problem, weil die Höhe haben wir noch nicht. Also wie bekommen wir jetzt die Höhe? Hier habe ich ja nur zur Übersicht halber die Eckpunkte nochmal eingezeichnet. Und die Höhe könnt ihr jetzt herausfinden von dieser Seite, indem ihr ein Geodreieck anlegt und einen rechtwinkligen Winkel hier eine Gerade zeichnet. Von der längsten Seite, also von der sogenannten Grundseite, zum Punkt auf der gegenüberliegenden Seite, und dann bekommt ihr die Höhe von C. Und schon habt ihr die Höhe. Also ihr habt hier nichts anderes gemacht, als herauszufinden, was ist die längste Seite des Dreiecks. Und was ist die Höhe der längsten Seite des Dreiecks? Manchmal schreibt man dann nicht Höhe, sondern HG hier, also die Höhe der Grundseite. Oder wenn man es C bezeichnen würde, würde es heißen C mal HC. Ist aber alles das gleiche in diesem Fall. Und wenn ihr dann diese Werte habt, also wenn ihr die Länge hier habt von C und H, dann könnt ihr auch das Dreieck und den Flächeninhalt des Dreiecks berechnen. Hier nehmen wir mal an, dass C 2 cm ist und H 1 cm, dann müsst ihr also nichts anderes machen als das wiederum einsetzen, 2 hier einsetzen, 1 hier einsetzen, und dann habt ihr 1/2 mal 2 cm mal 1 cm. Das ist dann ein Quadratzentimeter, und schon habt ihr den Flächeninhalt dieses Dreiecks berechnet. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, Flächeninhalte von einem unbestimmten Dreieck zu berechnen, wie zum Beispiel die Heron'sche Formel, auf die ich jetzt nicht eingehen werde, oder auch den Flächeninhalt mittels Umkreisradius berechnen. Das ist auch eine andere Möglichkeit, die es noch gibt. Wenn ihr an diesem Interesse habt, dann schreibt mir in die Kommentare, da mache ich dazu auch noch ein Video. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal auf dem Pflichtsender.